Hallo, YouTubbies! Da kommt schon wieder die Krähe. Hand, tot, Massensterben. Ja, habt ihr das Bild gesehen? Gut. Die Aufnahmen sehen gut aus. Wir sind in einer neuen Session. Am nächsten Tag, dritter Tag in Folge, in dem ich anfange, wieder aufzunehmen. Es ist 11.05 Uhr. Danke. Mittagessen wird noch eine Weile warten. Einkaufen müsste ich theoretisch auch noch, denn es ist Samstag. Vielleicht auch nicht. Ich habe immer Vorräte. Ja, Folge 30 plus, weil ich wieder mal mehrere Folgen am Stück aufnehme und so. Macht sich einfach ganz gut. Wir sind im Titelbildschirm, weil Spielstand abgeschmiert. Nein, funktioniert nicht mehr, ne? War schon beim ersten Mal nicht komisch, aber ich mach's trotzdem. Oder war das in der verloren gegangenen 3 Folgen? Eine Stunde eures Lebens, von der ihr nichts wisst, weil ihr sie nie gesehen habt. Nun ja. Wir sind immer noch bei dem Trend. Danke. Möglichst viel Glauben einzusammeln. Das Gebet hatten wir an diesem Tag schon hinter uns. Wie sieht es bei Technologien aus? Da war noch was. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Wir könnten also theoretisch. Anatomie, warte mal, das bräuchten wir auch alles einbalsamieren. Kühlschrankpritsche, was? Ah, damit die nicht verschlechtern. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Konservieren. Flüssigkeit, Verfall von Leichen. Jawohl, ja, immer. Die besten Leichen nur für mich. Mal 123 Punkte. Kurz ist das gut. Egal, wir machen das Doppelpritsche. Den haben wir schon, den Quatsch. Chirurgie. Die Toten werden dich nicht verklagungstrotzig folgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen wichtigen Teil Fehler machst, ist geringer. Oh ja, bitte. Immer 300 rote Punkte, noch meine Güte. Balsamierflüssigkeiten 3. Dunkle Injektion. Aha. Warum sollte ich da noch 2 rote Schädel künstlich hinzufügen? Silberinjektion. Aha. Achso, damit wir wieder irgendwas anderes entfernen können mit irgendeiner anderen Flüssigkeit. Ah, hier, das hier. Umwandeln oder war da nicht was? Muss ich mir erstmal einen Destillationswürfel 2 nehmen? Auf jeden Fall. Und Alchemiewerk man für irgendwas. So, jetzt haben wir keine. Hat das so viele gekostet gerade? Oh, schlecht. Ich wollte eigentlich hier noch irgendwo was. Kirchen hier unten den Quatsch, ne? Na ja, gut. Dann gucken wir gleich mal nach, was wir für den ganzen Blödsinn jetzt brauchen. Rohstoffe, jede Menge Rohstoffe. Dann würde ich sagen, machen wir in dieser Aufnahmesession erstmal Rohstoffe. Unten waren wir ja schon mal im Keller, ne? Können wir andermal hingehen. So. Anders, wir machen das so. Aufrüsten. Mach das. Können wir nicht, okay. Gut, zu wissen. Haben wir in der Zwischenzeit noch irgendwas Neues, das wir mal lernen müssen, könnten, dürften? Wahrscheinlich nicht. Jetzt wollen wir schön was anzufertigen und so, aber solange wir noch nicht wissen, wofür, lohnt sich das noch nicht. Lebenspuder und Öl. Das geht halt. Ascheschleim, okay. Dann Lebenspuder und langsam. Haben wir alles bestimmt schon mal gemacht, oder? Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir das nicht in der Übersicht kriegen. So, Lebenspuder und Lebenspuder. Oh, bestimmt immer zu der grüne Schleim, ne, nehme ich an. Schleim kriegen wir immer bei Puder und Lösung, geht klar. Wir sollten also kein Puder nehmen. Wir haben trotzdem Meister Staub und Lebenslösung. Davon haben wir gerade genug. Ölschleim, wunderbar. Alles weg, der Scheiß. Macht kein Mensch. Wenn ich die Sandwiches. Wir brauchen ein neues Alchemieregal, wenn ich das richtig sehe. Und ein Schriftrollenregal auch nicht schlecht. Kerzen brauchen weißes, was auch immer. Eigenschaft zu modifizieren. Ja, aber was für welche und warum? Verringert den Verfall der Leiche um 50%. Aha. Mache ich die, nachdem die schon zu 50% verfallen ist, oder reduziere ich das bloß? Ich habe keine Ahnung. Hält den Verfall von Leichen. Auf das bräuchten wir. Dazu bräuchten wir das grüne irgendwas. Indem wir nicht wissen, wie wir es herstellen. Schön. Das geht ja gut los hier.
Schmuck für den Grün. Ich frage gar nicht erst. Den sollten wir einfach mal so herstellen. Egal. Unser Gerät haben wir. Flugblätter. Für was brauchen wir die? Für den Kollegen dann mal, ne? Bringe 20 Brennholz und 10 Flugblätter nächste Verbrennung. Die linke Seite des Friedhofs, das scheint. Ja gut, dann was kostet mich die 10 Flugblätter? Ja, komm, Kleinigkeiten hier. Bitte euch. Und wann kommt der Kollege? In 3 Tagen, okay. Okay, okay. Handeln schon mal die Alchemie Stufe 2 jetzt mit Blockzettel und so weiter. Mal durchgehen einfach. Und jetzt freue ich mich schon, den zweiten Monitor zu haben. Alchemie, also ich habe ihn ja irgendwo da auf dem Schrank. Hat noch keine Halterung, alte Ding. Ja, jetzt wird es kritisch. Das sind nämlich die Dingsbums, die ich noch freischalten muss. Ich will erst schauen müssen. Ne, das bauen Handwerk. 20, okay, das kriegen wir schnell. Die 15 sind wir noch auch. Holzkonstruktion. Geht klar. Das machen wir jetzt kleiner am Stück hier. So schnell wie das geht. 6 mal Holzkonstruktion. Fertig. Dann 2, oh Gott, das ist schwierig. Was auch immer. Ich schreibe Zahnrad hin, fertig. Getriebe, fertig. 3 mal chronische, was auch immer, Flaschen. Flasks, ist egal. Okay, den haben wir in nächster Zeit also noch nicht. Das wird dauern, wegen dem Eisenzeugs, oder? Alchemieregal können wir auch gebrauchen. Destillationswürfel 2, 30 Stein. Strich, Desti 2. Braucht 30 Stein. Das kriegen wir hin. 4 komplexe Eisen und 4 Zahnräder. Na super. Was kostet mich das dann wieder? Das ist jetzt wieder. Nein, das war der Schmelzentiefung. Nochmal 20. Und wir. Ja, dann. Okay. Kirche ausbauen. Brauchen wir für Geld. Einfach Eisen, Nägel und Bretter. Mal machen wir das. Brennmeter kann man laufen. Verbrennen müssen wir gerade noch nichts. Was kriegst du hier gerade drum rum? Oh! Ich tut mir jetzt aber nicht. Da sollte ich wohl was gegen den Verfall tun, was? Jetzt bist du eigentlich einer zu mehr. Auseinandernehmen. Aber wieder eines ein andermal. Der ist auch schon zu verfallen, schade. Wäre am Ende noch was Gutes geworden. So wird aus dir nichts mehr, mein Freund. Gut, in diesem Leben eh nicht mehr. Da sind schon mal Rüben, das sehe ich jetzt nicht. Wieso arbeitet hier nichts? Weil hier nichts drin ist, was arbeiten könnte, geht klar. Dann machen wir einen Feed. Sonst nichts anderes im Moment Glas brauchen. Kann man ruhig ein bisschen was herstellen. Und ansonsten. Das lege ich mal kurz hier rein. Was haben wir nicht? Nein, ich will da und so. Also viel zu essen haben wir jetzt gerade nicht entstecken. Das ist schlecht. Ha, wir haben eine goldene Torte. Ist das nicht schön? Entschuldigung. Die Buffs sollte ich mir mal anschauen, die lohnen sich nämlich wirklich. 15, 20. Machen wir schnell. Schluck Cappuccino. Für den Hals. Ja, 2 Leute. Glaube ich jedenfalls. Ne, wisst ihr was, machen wir mal ein bisschen schnell. Bevor es Nacht wird. Dann können wir nämlich
eine Nacht durchschlafen und dann ab in den Steinbruch für den nächsten Tag. Haben wir heute nicht sehr viel mehr als nichts geschafft. Außer mal umzuschauen. Aber brauchen wir zu Beginn einer neuen Session auch mal. Was holen. Gut. Entschuldigung. Ich wollte doch nicht machen. Ich habe die Angewohnheit, ich glaube, ich bin produktiver und rede mehr mit euch, wenn ich auf das Mikrofon gucke. Das ist zutiefst merkwürdig. Na, dann teig dich mal durch hier. Wieso mich immer der Teig wegdrückt? Ich will die Animation sehen, wie ich da fleißig meinen Teig arbeite an der Tischkante. Ach, naja, kommt. So ein Spiel ist doch immer was Niedliches. Ja, ich habe schon lange kein 3D-Spiel mehr. Das ist mir auch schon aufgefallen. Danke für die Erwähnung. Bringt mir gerade gar nichts. Was will der jetzt mehr? Keine Zeit für dich. Gut, guck mal, vielleicht ist es ja was Lohnenswertes. Es wird dunkel, da können wir auch mal am Friedhof arbeiten. Was ich eigentlich vorhatte, ich wollte Steine holen. So. Holznägel wollte ich eigentlich gerade als allererstes machen. Oh Gott, jetzt haben wir keinen Preisplatz hier. Mal kurz. Bitte nur die First-Class-Leichen hier. Danke. Du bist Ausschusswache. Sonderverkauf. Blut lassen. Blub, 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 blub. Ja, kommt schon. Jo, Fettrauch nehmen. Wir sehen alle schlank viel besser aus. Gut, eigentlich nicht alle, aber so, jetzt wird's schwierig. Haut abziehen, die hier nicht, Fleisch essen, ich weiß es nicht. Wir nehmen mein Herz raus, wird schon passen. Komm schon. Verdammt, war falsch, na Gott, dann nehmen wir alles raus. Spielt das eine Rolle für die Zombie-Erweckung, was noch drin ist? Und ja, ich weiß, ich sollte das wahrscheinlich gleich machen mit den Zombies und so. Praktischerweise weiß ich nicht, ob ich davon überhaupt irgendeine Verwendung habe. Ich brauche so einen Beichtstuhl, muss ich einbauen. Perspektive erstmal den Block freischalten. Da kriegt man nämlich gratis Glauben. Immer aufpassen, was man hier isst. Nie machen wollte, aber egal. La la la, brauchen wir alles irgendwann einmal. Ah, Öl produzieren, sehr gut. Ich weiß, Öl kann ich nicht ändern. Ich brauche das Fleisch. 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 Dann noch da drüben das Fleisch holen, damit können wir jetzt noch was kochen hier. Oder Fleischstücken schon mal vorbereiten. Das Brot kocht und dann kommen wir schon wieder die nächsten Sandwiches vorbereiten. Zu verrottete Leiche. Schade, schade. Die unglücklich reinschauenden Schädel, wenn ich lache. Für den Kollegen wollten wir noch Wein holen, das machen wir auch noch. Ich will vor allem das Weingebiet mal freischalten. Was muss ich denn dafür machen? Bestimmt mit dem komischen Priester da hin. Mit dem Exorzisten, Inquisitor, wie auch immer. Gut. 1000 Grüne, so schnell gehen. Rotes Handwerk arbeiten und blau dann irgendwo. Grabsteine bauen, also gibt es blaue Punkte, die wir dringend brauchen. So, jetzt schließe ich mich mal kurz. Dass man die in die kleine Serie rausschmeißen kann. Aber man, ich kann mit denen überhaupt rausgehen, das ist schon mal einfach. Ernsthaft? Das
Was soll passieren, dass die Leichen schlecht werden oder was? Apropos. Kirchen da war, jetzt können wir mal gucken. Wollen wir das Grab ausheben oder so? Drüben haben wir schon jetzt, na gut. Man muss ja auch mal Prioritäten hier setzen. Ne, jetzt nicht. Das mache ich später mein Öl. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß hier. Es gibt Platz für gar nichts. Jetzt ab nach Hause. Schlafen. Nachdem ich das Fleisch zerhackt habe. Machen wir noch. Ja, der Tag hier. Sicherheit. Gut, schlafen wir nicht lange. So, Brot liegt auf dem Boden, ist mir egal. Das war's für diese Folge. Nein, das wäre jetzt wirklich gemein. Kann aber sein, dass ich hier schneide, wer weiß. Also, ich habe mich noch nicht entschieden, weil ich nehme bloß offen. Irgendwann später cutte ich das mal kurz in Teile. Oder auch nicht. Nur um Biohazard zu ärgern, werde ich die alle in extra langen Längen lassen.